Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skatregion in Thüringen. Wir machen jetzt weiter auf Feld 38 Flügen. Wir starten mal jetzt die Fahrzeuge neu. Dann werden wir gleich mal auf den Feld springen und laufen. Blitzen mal rüber. Bin zu schnell. Der war rechts und unter links sein oder ja. Schauen wir mal, was die macht. Ich glaube nicht, oder? Der macht's verkehrt. Hier sein. Das war auf der Bahn. Ja, das täuscht rechts. Ja, das mögen sie noch nicht ganz gerne, das Eiern hier. Warum genau, weiß ich auch nicht. Warum so springt, weiß ich auch nicht. Ja, gut. Oder nicht gut, sondern auch. Aber das ist jetzt nach einiger Zeit so. Brauchen wir sie auch nicht. Das soll auch nicht weiter stören. Wir müssen die nächste Fahrzeuge in Gang bringen. Ist nicht geladen. Was das jetzt aussah, Feld Nummer 48. Da werden wir gleich die richtige Spur bringen, weil meistens das klappt ein wenig gleich, wie man gesehen hat. Bei der Aussaat gibt es etwas weniger Probleme. So, die Aussaat läuft. Die wollten wir gleich auf Feld 38 bringen zur Vorbereitung für praktisch, sobald die mit den Flügen fertig sind. Wir werden nur auffüllen. Reparieren brauchen wir immer noch nicht. Das Courseplay-Menü wollen wir gleich wegmachen. Das war da teilweise ist durch das Maus. Ja. Ich weiß die Maus suchen. Ja, wir haben herrliches Wetter. Hoffentlich bleibt so. Als Uhr 42. Okay. Für Mais können wir eher glaube ich erst morgen aussehen, glaube ich. Na, 14 noch da. Bin ja gespannt, wann die weg sind. Na schön, neu aufgebauten Hof.
bekannten Silo hier vor links. Dann kommen die beiden Silos für Saatgut und Dünger, die man was einlagern kann. Hinten die Silos, die habe ich aufgestellt. Die Werkstatt auch und den Wachplatz. Hier ist noch eine Tankstelle. Wir wollten kalken. Gut, dann machen wir stehen lassen. Dann werden wir gleich mal kalken. Ja, wie kann man sich so blöd hinstellen, ne? Kommt man nicht weg. Wollt die anderen voll machen. Jetzt heißt immer noch auffüllen mit Kalk und mal schauen, ob wir den vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Fangen wir mit 48 an. Oder 49. Prima durcheinander. Irgendwas da, wo noch nicht aussieht. Beziehungsweise wir müssen warten, bis Wachstums durchgeht. Das heißt vorbereiten. Ja, noch einen Überladerwagen holen für Kalk. Weil denkt man nicht, dass wir das im einen Ritt fertig kriegen. Kalk macht ja bisher mehr Schwierigkeiten mit Holen. Wird selbstständig holen. Bei Unkrautvernichtung ging es einigermaßen. Kurz geruckelt. Das machen wir aus. Schöne Kurve kriegen hier. Gut, macht mal klappt heute. Ja, so merken, dass das Gewicht wieder drauf ist. Der Traktor so tun hat. Sonstiges, das ist hier Kalk. Kalkkauf. Lohnzahlung ist gerade, was hier Flügen dabei ist. Dann müssen wir ja schauen, sobald das hier einmal gewachsen ist, dass wir da gleich kalken können. Können wir gleich mit Flug nacharbeiten. Und zwar auf Feld Nummer 38. Fahren wir wieder links rüber, die Kartoffeln. Bei den Nachbarn. Glaubt, wir sind hier verkehrt. Das ist die verkehrte Richtung. Hier ist bei den Kühen, bei den Milchkühen. Da überlege ich mal auch noch die Kühe zu kaufen. Aber wie gesagt, wollen wir mit Mischfutter herstellen? Die Schilder haben keine Kollision, das ist gut.
Karten können wir erst, wenn die mal Wachstum zu sehen ist oder beziehungsweise durch ist. Solange hat das keinen Sinn. Sollte dann nicht funktionieren. Das gleiche gilt für Düngen. Da können wir auch noch, fahren. Wir werden hier erstmal diese Stellen nacharbeiten. Dazu haben wir einen zweiten Flug da. Beziehungsweise Flugersatz. Für den anderen Flug wäre das ein bisschen. Ja, wird länger dauern, sagen wir so. Aber würde auch gehen. Muss man halt mit 4 arbeiten, ne? Jetzt sieht gut durch. Zum Glück ist einigermaßen trocken geworden, dass es nicht mehr so nass ist. Wir flügen. Und warum flügen wir? Wegen der Prozente. Unkraut und Mäuse gehen dabei weg. Gut, Mäuse haben wir jetzt hier keine. Wir müssen nur rüberfahren zur anderen Ecke. Und das lassen wir liegen. Das ist nicht so tragisch. Was sagt das Wetterchen? Dieser Morgen. Mais wird schon gehen, aber Mais ist noch zu kalt an Bodentemperatur. Vom Wetter her geht's naja. Langsam aufwärts, langsam. Aber wir kriegen wieder Regen zum Sommer hin. Da auch noch 2 Stellen zum Nacharbeiten. Ober- und Nachbarn sind schon Unkraut. Ja, hier ein bisschen arbeiten. Ich sortiere gerade Mods aus, die wir nicht brauchen, die wir nicht verwenden. Frag mir nicht genau welche. Ich habe viel zu viel drauf. Ich glaube, die arbeiten beide doppelt. Ja. Speichern ist gut, aber... Ja, das Eiern ist eine Katastrophe. Dann arbeite mal längs. Dann müssen wir noch nacharbeiten, ne? Schlecht. Ja, ich dachte am Anfang nicht so ein Traktor oder eine Karte, dann hat er nichts da nicht. Naja, gut. Tja, der Kurs ist doch geladen gewesen, ne? Ja, das ist mal blöd, wenn man eine Karte mit drin aufhört, eine Aufnahme, wenn die Programmierung hinterher nicht mehr passt. Aber gut. Müssen wir halt so einen Kauf nehmen, ne?
Irgendwann wird die 5 Grad erreicht sein oder 6 Grad für Mais und dann geht das auch. Aber wir wollen ja vorwärts noch flügen. Geschafft. Da weichen wir aus. Gehen wir gleich hier nach. Flügen wir halt selber. Teilweise. Ne. Prost. Sobald wir Futter haben, können wir auch Kühe kaufen. Dürfte bald soweit sein. Dann müssen wir doch richtig Arbeit garantiert schon. Dann müssen wir nach links fahren. Das war da links. Das Eiern, das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Beim Aussaat ist das alles perfekt. Beim Flügen wird geeiert. Aber gewaltig. Macht aber auch schon seinen Marsch gemacht, das hat auch schon gemacht. Das ist also nichts, nicht ganz neu. Aber beide Fahrzeuge, ich weiß nicht warum. Das hatte ich vorher beim Flügen nicht gehabt, also jetzt ist es so. Muss man beim Fendt mal probieren oder beim Deutz, normalen Helfer. Nehmen wir gleich mit hier den Streifen nochmal hier. Und dann geht es nochmal richtig Gas auf die nächste Spur. So liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wieder eine Folge geschafft. Schritt näher zum zum dritten Tag. Mein Zeittimer. Wir werden jetzt voll Gas geben. Das wird auch fertig kriegen. Und dann sehen wir spätestens morgen
Weiß auch sehen. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Wir sehen uns morgen wieder. Bitte, ne? Ciao.